ist Ronja und wir schauen heute eine weitere animierte Geschichte. Und zwar, ich fand heraus, dass ich tot war, als ich nach Hause zurückkehrte. Wild. Let's go. Falls ihr neu hier seid und es noch nicht gemacht habt, abonniert sehr gerne den Kanal. Da verpasst ihr nämlich keine neuen Videos. Ich versuche täglich zu posten um 15 Uhr. Und falls ihr es ebenfalls noch nicht gemacht habt, dann schaut unbedingt auf meiner Merch-Webseite vorbei. Das ist der erste Link direkt in der Videobeschreibung oben. Ich habe nämlich ein wunderhübsches, neues Winterprinzessin-Weihnachtsdesign. Falls ihr das noch rechtzeitig zu Weihnachten haben wollt, dann schaut unbedingt vorbei. Und sichert euch das und dann let's go mit dem Video. Es tut uns leid, Ihnen das mitzuteilen. Aber nach unserer Information wurde Bella Hiddleston vor 2 Monaten für tot erklärt, nachdem sie im Wald verschwunden war, sagte die Sekretärin. Was? Das konnte doch nicht wahr sein. Aber das ist mein Name und ich bin eindeutig noch am Leben. Ja. Das war ein kranker Irrtum. Ich bat sie noch einmal nachzusehen, aber sie sagte immer wieder das Gleiche. War ich schon so lange verschwunden, dass meine Familie tatsächlich dachte, ich sei tot? Okay. Erstmal, wir werden natürlich direkt reingeworfen, liebe ich, wild, dass die da einfach hingehen kann und sagen kann, yo, das ist mein Name und die sind nur so, nee, schade, also du bist tot. Aber wir werden jetzt erstmal herausfinden, wie sich das Ganze zugetragen hatte, damit wir hier die Details natürlich verstehen können und uns auch mit Bella Hiddleston hier halt einfach wirklich verbrüdern können. So, let's go. Ich war ziemlich verrückt gewesen und ich war ziemlich verwirrt. Okay. Ich meine, was hatte ich überhaupt in einem Wald in Kambodscha zu suchen? Das weiß ich nicht. Ich versuchte so sehr, mich zu erinnern, aber ich schaffte es nicht. Zum Glück hatten mich einige Dorfbewohner in einer Grube zum Fangen von Tieren gefunden. Oh, hat die angesehen? Und mir geholfen, mich zu erholen. Sonst wäre ich wirklich gestorben. Oh, what? Danach hatte ich die Leute in der Botschaft gebeten, mir zu helfen, meinen Mann und meine Schwester anzurufen. Hier lag eindeutig ein großes Missverständnis vor. Und ich wollte die Sache sofort in Ordnung bringen. Oh Gott, diese Warterei brachte mich fast um. Die Sekretärin versuchte es, aber sie sagte... Tut mir leid, Ma'am. Wir können keine dieser Nummern erreichen. Das war unglaublich. What? Ich saß in einem fremden Land fest, ohne Ausweis und sie ist in Kambodscha noch? Und ich war als tot gemeldet worden. Dann hatte ich die Idee, dass ich mir das Handy von jemandem ausleihen konnte. Aber was ist, wenn... Also was bringt dir denn dein Handy, wenn du die Nummern nicht erreichen kannst? Bekannten über die sozialen Medien zu erreichen. Ah, okay, macht Sobald Sinn. Die Sekretärin mir ihres geliehen hatte, das ist nett. Suchte ich sofort das Profil meines Mannes. Aber ich war so verblüfft, dass ich das Handy fast fallen ließ, als ich seine letzte Aktualisierung sah. Der ist verheiratet. Er hatte gerade angekündigt, dass meine Beerdigung in der folgenden Woche stattfinden würde. No! Oh mein Gott, was war nur passiert? Aber dann geh doch Wie hin! Konnte das nur wahr sein? Schreib ihm, hallo Ronny! Please, ich lebe. Help. Ich scrollte weiter durch sein Profil und sah, dass meine Schwester ein altes Selfie mit ihm gepostet hatte, auf dem zu lesen war. Ronny, ich weiß, dass dies eine schwere Zeit ist, aber ich bin immer für dich da. Wir werden das gemeinsam durchstehen. Moment mal, was meinte sie damit? Erstens, ich war nicht wirklich tot. Verdammt nochmal. Aber ich weiß auch, ja gut, aber das weiß deine Familie ja nicht. Meine Schwester früher schon Gefühle für Ronny gehabt hatte. Oh, das ist nicht Dachte gut. sie, dass sie mit ihm zusammen sein kann, jetzt, wo sie denkt, dass ich tot bin? Was für eine Verräterin. Wir standen uns doch so nah. Das würde sie mir doch nie antun, oder? Ich musste nach Hause und das ein für alle Mal klären. Was ist mit ihren Augen los? Das macht mich richtig kirre, dass sie so wackeln. Ich bat die Botschaft, mir zu helfen, nach Hause zu fliegen, ohne meine Familie im Voraus zu informieren. Ich wollte sie überraschen. Ob ihr es glaubt oder nicht, der Tag, an dem ich nach Hause kommen sollte, war der Tag meiner Beerdigung. Was für ein Zufall, nicht wahr? Was für ein Zufall? Ich ging direkt zum Ort der Beerdigung. Stopp, verkleidet. Ich trug einen großen schwarzen Hut und eine Sonnenbrille, um mein Gesicht zu verbergen. Und saß ganz hinten, damit mich niemand bemerken würde. Es waren so viele Leute da. Meine Familie, Freunde und... Woher hat sie das Geld? Also wo hat sie gewohnt? Also sie kann ja nicht in ihrem alten Haus wohnen, weil da wohnt ja Ronny. Weil die ja verheiratet sind. Sogar meine Geschäftspartner. Es war so bizarr. Und dann sah ich Ronny. Er sah erschöpft aus. Ich wollte einfach auf ihn zurennen und schreien. Ich lebe. Du kannst wieder glücklich sein. Ja. Yeah. Aber dann erschien meine Schwester Kylie, nahm seinen Arm und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Und ich erstarrte. Sie sahen aus, als würden sie sich sehr nahe stehen. Zu nah für meinen Geschmack. Und dann bemerkte ich, wie die Leute um mich herum flüsterten. Oh, so schlimm kann es nicht sein. Er wird von der Versicherung einen hübschen Batzen Geld für Bellas Tod bekommen. Und dann sagte eine andere Frau. Nicht nur das, er bekommt auch eine jüngere, hübschere Frau, wie es aussieht. Ich hätte mich... Das ist nicht nett. Das ist nicht nett. Am liebsten übergeben. Ronny und Kylie umarmten sich gerade. All das gab mir das Gefühl, dass meine ganze Existenz bedeutungslos war. Dass sich niemand wirklich für mich interessierte. Ich konnte meiner Schwester und meinem Mann nicht eine Sekunde länger zusehen.
Ich rannte auf die Straße und lief immer weiter, bis ich nicht mehr laufen konnte. Ja, das klingt nicht dann so cool. Dann fand ich ein Motel. Das klingt wirklich, wenn du zu deiner eigenen Beerdigung gehst. Klar, also ich meine, das ist keine Situation, in der sich viele von uns wiederfinden, denke ich. Aber trotzdem, wenn du auf deine eigene Beerdigung gehst und die Leute einfach schlecht über dich reden im Endeffekt, dann sagen, ja, ah, die war ja auch hässlicher und älter als die Schwester, von daher good for Ronnie. Auch gut für Ronnie, dass er die ganzen Versicherungsprämie einkaschen kann. Also, weiß ich übernachten nicht. Konnte. Am nächsten Morgen schlich ich mich nach Hause, nachdem mein Mann zur Arbeit gegangen war. Ich musste ein paar meiner Sachen abholen und etwas Geld besorgen. Oh, es versucht sie jetzt wirklich einfach ihr Leben zurückzulassen? Ist sie jetzt, okay, die anderen wollen mich nicht mehr, ich bin hier nicht erwünscht, ich packe jetzt meine Sachen und dann gehe ich und packe ein neues Leben an? Alles sah aus wie immer, aber mir fiel auf, dass nichts mehr von meinen Sachen herumlag. Dann entdeckte ich es. Eine große Schachtel in der Ecke. Ich rannte hin, um sie zu öffnen, und darin waren alle meine Sachen. Da hast du aber nicht viele Sachen, wenn die alle in eine Kiste passen, oder? Als ich das Hochzeitsfoto in die Hand nahm, das früher auf unserem Nachttisch gestanden hatte. Ich meine, ich war gerade erst frisch im Grab und schon hatte Ronnie mich eingepackt. Naja, aber also, ich meine, ich sehe, dass es einfach schmerzhaft ist, right? Wenn du die ganze Zeit Sachen von jemandem in deinem Haus hast, der, wo du halt denkst, der ist tot. Und du siehst das die ganze Zeit und es erinnert dich dran und du bist dann halt die ganze Zeit traurig. Also ich sehe auch, warum du das nicht unbedingt direkt auf deinem Nachttisch haben möchtest. Er hat sie auch nicht weggeschmissen, er hat sie einfach in den Karton gepackt. Könne er es kaum erwarten, mich aus seinem Leben zu stoßen. Autsch. Ich wollte nur noch weg von dort, also ging ich schnell in unser Schlafzimmer, um etwas Geld und Kleidung zu holen. Dabei entdeckte ich ein schockierendes Geheimnis, das mich zu Boden fallen ließ. Als ich meine Kleider aus dem Schrank holte, fiel mir ein seltsames Stück Papier heraus. Was ist das Papier? Und ich fiel sofort die erste Zeile ins Auge. Bellas Todesplan. Oh! Es war eine Skizze, die den Weg zu einem Wasserfall zeigte, mit erfundenen Beweisen auf dem Weg dorthin. What? Oh mein Gott, das erklärte einiges. Ich kannte diesen Wasserfall. Er war ganz in der Nähe der Stelle, an der ich den Unfall gehabt hatte. What? Warte, war das die Schwester oder war das Ronnie? Also alles geplant? War er völlig verrückt geworden? Wer war's? Was hatte ich ihm jemals angetan, dass ich das verdient hatte? Ich musste raus hier. Als ich bei einem Kiosk vorbeilief, fiel mir etwas auf. Auf der Vorderseite einer Zeitung war Kylie und darunter ein Artikel darüber, wie sie die Firma anstelle unseres Großvaters leiten würde. Außerdem gab es ein Foto von Kylie und Ronnie bei der Amtseinführung und man sah, wie glücklich sie waren. Sie schienen überhaupt nicht traurig über meinen Tod zu sein. Ich hätte die Zeitung Sie müssen ja lächeln fürs Foto, aber trotzdem. Aber Moment. Was für eine Warum blöde sollte Situation. Sollte mein Großvater seine Stellung aufgeben? Das hatte er nie erwähnt. Er liebte seinen Job. Irgendwas daran war komisch. Also nahm ich schnell ein Taxi zu seiner Wohnung. Ich denke, die Schwester ist es. Ich denke, die Schwester steckt hinter dem Ganzen. Wohnung, um herauszufinden, was los war. Als ich dort ankam, war ich geschockt. Wilde Story bis jetzt auf jeden Fall. Ich bin richtig invested, was als nächstes passiert. Mein Herz sank, als ich sah, dass er an ein medizinisches Gerät angeschlossen war. Es stellte sich heraus, dass er, nachdem er die Nachricht von meinem Tod gehört hatte, einen Herzinfarkt erlitten hatte. No! Als er mich an der Tür entdeckte, war er so überwältigt, dass er fast vom Bett fiel. Wir umarmten uns und weinten. Und ich sagte ihm, dass das alles ein großes Missverständnis gewesen sei. Oh mein Gott, ich war so froh, ihn zu sehen. Ich konnte sehen, dass er müde war. Also sagte ich ihm, er sollte sich ausruhen und ich würde ihn bald wieder besuchen. Dann sprach ich auf dem Weg nach draußen mit seinem Assistenten. Du musst mir einen Gefallen tun. Der Opa scheint lieb zu sein. Könntest du mir helfen, Ronnie zu verklagen? Doch plötzlich hörte ich Schritte auf mich zukommen. Bella, bist du das? Ich drehte mich um und es war Ronnie. Ich hatte nicht einmal Zeit, klar zu denken, bevor er hereinstürmte und mich fest umarmte. Ich konnte spüren, wie ihm die Tränen über die Wangen liefen. Und er schien wirklich geschockt zu sein. Ich denke wirklich, das Problem ist nicht Ronnie. Ich denke, das Problem ist die Schwester. Zu sehen. Ich war jedoch angewidert. Ich stieß ihn weg von mir. Halt dich fern von mir. Aber es war, als ob er mich nicht hörte. Er sagte nur, das waren einige der schlimmsten Monate meines Lebens. Ich konnte kaum schlafen oder essen. Ich kann nicht glauben, dass du noch lebst. Das war doch gelogen. Er war ein Lügner. Ich fing an, ihn anzuschreien. Hör auf, so zu tun, als ob dich das interessiert. Du wolltest mich tot sehen. Warte nur, bis das rauskommt. Du wirst für den Rest deines Lebens... Oh, ich finde es aber gut, dass sie direkt sagt, hey, ich habe den und den Zettel gefunden, das war der Plan. Und dann kann er halt sagen, hey, er weiß nichts davon. Unter Gittern sein. Dann holte ich die Skizze. Weil sonst ist es halt richtig gemein, wenn sie die ganze Zeit einfach nur fies zu ihm ist und sagt, ja, ist dir doch egal, bla 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 bla. Und er halt richtig traurig ist und er denkt, seine Frau ist gestorben und er sich denkt, oh mein Gott, sie ist wieder da, aber warum hasst sie mich? Wenn er halt nichts damit zu tun hat. Also ich denke nach wie vor, mein Geld ist auf der Schwester. ...aus meiner Tasche und warf sie nach ihm. Ronnie schwor, dass er diesen Zettel noch nie gesehen hatte, aber ich glaubte ihm nicht. Wenn er nicht von ihm war, wollte er dann sagen, dass er von mir war, oder was? Hm, witzig. Plötzlich unterbrach Cody unseren Streit und sagte, beruhigt euch, bitte. Ich glaube, diejenige, die sich in letzter Zeit ein bisschen seltsam verhalten hat, ist Kylie.
Dann erzählte uns Cody, dass laut dem Testament unseres Großvaters sein Erbe zu gleichen Teilen zwischen mir und Kylie aufgeteilt werden sollte. Allerdings sollte ich die Firma leiten. Kylie hatte das herausgefunden und einen heftigen Streit mit unserem Großvater gehabt. Buh, Kylie, buh. Und dann, nicht lange nach meinem Unfall, hatte sich sein Gesundheitszustand verschlechtert. Anstatt ihn meinen Tod betrauern zu lassen, hatte Kylie darauf bestanden, dass er das Geschäft auf ihren Namen übertrug, damit sie sich um alles kümmern konnte. Dann sagte Ronnie, Bella, es war Kylie, die unsere Reise organisiert hat. Und dann bist du plötzlich verschwunden. Ich habe wochenlang in Kambodscha nach dir gesucht. Oh, er war mit dabei. Sie ist gar nicht alleine in Urlaub gefahren. Oh no! Aber Kylie hat mich überredet, nach Hause zu kommen, weil dein Großvater so krank war. Dann hat die Polizei den Fall eingestellt. Und Kylie hat mir immer wieder gesagt, ich solle deinen Totenschein ausfüllen. Ich hätte nicht auf sie hören sollen. Es tut mir so leid. Kylie! Aber ich hab's gerochen. Hier, Detektivnäschen. Ronnie wirkt wie ein guter Guy. Der wirkt auch ehrlich. Ich sehe, dass Kylie hier einfach eine kleine Hinterspinstige ist. Hör auf, anderen die Schuld dafür in die Schuhe zu schieben. Warum glaubst du ihm nicht? Du siehst doch, was deine Schwester macht. Also auch mit der Firma von deinem Großvater, da hat er doch keine Stakes drin. Ich Ronnie an. Aber in meinem Herzen fühlte ich mich, als könnte ich nicht mehr atmen. Warum sollte meine Schwester so etwas tun? Und dann hörte ich Kylies Stimme. Und um das alles zu beweisen, sagte Ronnie mir und Cody, wir sollten uns verstecken. Und dann ging er auf sie zu und sagte, Kylie, wegen Bellas Tod. Bevor Ronnie seinen Satz beenden konnte, schenkte sie ihm ein breites Lächeln und legte ihren Arm um seinen. Nun, jetzt wo die Beerdigung vorbei ist, hält uns doch nichts mehr davon ab, zusammen zu sein, oder? Ronnie zwang sich zu einem Lächeln. Dann lachte Kylie und sagte, ach komm schon, sei nicht traurig. Meine eifersüchtige Schwester hat dich nicht verdient. Weißt du was? Es gab da eigentlich diesen ganzen Plan, um deine Loyalität zu testen. Aber am Ende hat sie ihre eigene Medizin zu schmecken bekommen. In diesem Moment begann mein Kopf zu schmerzen. Und plötzlich kamen einige meiner alten Erinnerungen wieder hoch. Oh, okay. Die Skizze. Sie war von mir. Ich war diejenige, die den Plan gemacht hatte. Was? Das ist ein Plot-Twist. Das habe ich nicht kommen sehen. Sie hat selber den Plan gemacht? Es hatte alles damit angefangen, dass Kylie mir erzählt hatte, dass Ronnie mich betrügt. Und ich hatte ihr geglaubt. Und ihren Rat befolgt, mein eigenes Verschwinden vorzutäuschen, um seine Liebe zu mir zu testen. Wie konnte ich nur so dumm sein? Als ich merkte, dass ich allein in diesem Wald war und sie nicht zurückkam, geriet ich in Panik und fiel in die Grube, verletzte mir die Beine und schaffte es nicht mehr heraus. Jetzt fiel mir alles wieder ein. Ich konnte es nicht länger ertragen. Ich rannte auf sie zu und schrie, wie konntest du mir das antun, Kylie? Zuerst war sie schockiert, mich zu sehen, aber dann grinste sie nur und sagte, ha, du bist also noch am Leben. Nun, so oder so ist es zu spät. Die Firma gehört jetzt mir. Oh, und Ronnie Baby auch. Dann verdrehte sie nur die Augen und sagte, du warst doch nur das Adoptivkind. Wieso glaubst du, dass du das Recht hast, mir immer alles wegzunehmen? In diesem Moment erschien unser Großvater und knallte seinen Stock auf den Boden. Oh, die Firma gehört gar nicht Kylie und Ronnie Baby auch nicht. Kylie, hör auf. Kylie schmollte nur und sagte, ehrlich, warum solltest du ihr die ganze Firma schenken? Dann sagte unser Großvater, sieh dich doch mal an, Kylie. Bist du wirklich geeignet, eine Firma zu leiten? Du solltest erst mal dein Leben auf die Reihe bekommen. Du bist eine Enttäuschung für diese Familie mit deinen schmutzigen, fiesen Tricks. Das ist ein bisschen harsch. Ich meine, Kylie will doch einfach nur die Anerkennung von ihrem Großvater oder generell von der Familie. Ich konnte nicht glauben, dass Kylie immer noch die Adoptivsache benutzte, um mich zu verletzen. Was war schon dabei, wenn ich adoptiert war? Das bedeutete nicht, dass ich nicht zu dieser Familie gehörte. Gibst du sie noch so einen kleinen extra Plot-Twist reinstreuen? So ein bisschen so, oh ja, das ganze Firma-Ding und tot vorgetäuscht. Du warst selber, aber du bist adoptiert. Sie war immer eifersüchtig auf mich gewesen, obwohl ich ihr nie etwas getan hatte. Kylie fing an zu weinen und rannte raus, weil sie es satt hatte, nicht jedermanns Liebling zu sein. Wenn sie mich nicht zum Sterben zurückgelassen hätte, würde man sie vielleicht mehr mögen. Ich war so schockiert, dass sie mir das angetan hatte. Das ist alles nur aus Eifersucht. Ich will nicht lügen. Ich habe sehr lange gebraucht, um das zu verarbeiten. Ich habe ihr immer noch nicht richtig verziehen. Verständlich. Aber ich denke, das braucht einfach Zeit. Was mich und Ronnie betrifft, so haben wir das Familienunternehmen übernommen. Und mir ist klar geworden, dass Ronnie immer loyal gewesen ist. Kylie ja, das merkt man. Ronnie war ein Guter. Der hat ja auch nicht versucht, hier mit Kylie zusammenzukommen. Nur ausgedacht, dass er mich betrügt, weil sie es nicht ertragen konnte, mich so glücklich zu sehen. Eines ist sicher. Ich werde seine Liebe nie wieder auf die Probe stellen. Und ich werde auch nicht noch einmal vortäuschen, tot zu sein. Ja, das klingt ein bisschen wild. Also, bei aller Liebe, also 100%, ich bin auf meiner Seite in der ganzen Geschichte, Brad. Aber so zu tun, als wäre man tot, um zu testen, ob der andere dich noch wirklich mag, überschreitet dann doch ein, zwei Grenzen. Aber,
muss jeder für sich selber wissen, denke ich, ab dem Punkt. Gut, das war's mit dieser Geschichte. Falls es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch auf dem Video da. Das würde mich sehr freuen. Abonniert diesen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Schaut unbedingt beim Merch vorbei. Das ist der erste Link in der Beschreibung. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüssi.